Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Jawohl, auf der PlayStation 4, auch wenn visuell nicht kein großer Unterschied herrscht zur PS3-Version. Na gut, das heißt groß. Ich will nicht technisch werden. Deswegen lasse ich die Diskussion mal. Immer noch überall Sporen. Aber es gibt wieder Sonnenlicht, das heißt, wir können die Taschenlampe ausschalten. Ist hier sonst noch irgendwas? Gerade eben hatten wir unseren ersten Eindruck von den Infizierten und haben unsere ganze Munition verschossen. Wir haben nichts mehr, deswegen suche ich neue. Hoffentlich finden wir was. Das sieht nicht so aus, als ob wir was finden würden. Ah, hier ist ein Brief. Nachricht an Bruder. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Spuren bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören sollen und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Das war wohl. Cool, das kann man sogar lesen. Ich bin beeindruckt. They got infected trying to sneak into the zone. As much as everyone complains about it, you got all these poor bastards wishing they were living on the inside. Naja, in der Zone scheint es sicher zu sein. Da gibt es zumindest keine. Na gut, da gibt es auch Infizierte, aber das Militär scheint sich relativ schnell darum zu kümmern. Und weiß wohl auch, welche Häuser sicher sind und welche nicht. Von dem her. Und wir haben wohl die Mark und seine Freundin, nehme ich an, oder seine Frau, haben wir unten kennengelernt. Nehme ich an, dass das die waren. Und wir brauchen ganz dringend Munition. Alter, wie schön das ist. Some fresh air. Ja, die Luft muss wirklich nach 20 Jahren frisch sein. Smell of the city. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Hey, if they weren't expired, that'd be a good idea. Wenn die nicht abgelaufen wären, ja. Hallo Vogel. Hey, wohin fliegst du? Ob Tiere auch infiziert sind? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Virus, also der Parasit, greift, ist speziell auf Menschen anvisiert. Warum? Wie? Kommt er aus einem Krankenhaus? Lustige Sache übrigens über die PS4-Version. Ich werde jetzt auch ein bisschen technisch. Man kann in den Optionen, in den Grafikoptionen anzeigen, genau, einen 30 Bilder pro Sekunde Sperrmodus anmachen. Also die Framerate auf 30 Bilder pro Sekunde. Alter, ruckelt das. Heruntersetzen. Also für mich ruckelt das, für dich gibt es jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied, weil die YouTube-Videos sowieso immer auf 30 Bilder pro Sekunde laufen. Wenn man das macht, dann wird die Schattenauflösung verbessert. Das verbessert die Grafik minimal, aber das läuft das Spiel dann nicht mehr mit 60 Frames pro Sekunde. Und glaub mir, wenn ich das könnte, dann würde ich die Videos mit 60 Frames pro Sekunde hochladen und dich anschauen lassen. Kann ich allerdings nicht, weil das ist so ein kranker Unterschied. Wenn man einmal 60 gespielt hat, will man gar nicht mehr zu 30 zurück. So, das war's jetzt aber mit dem Technischen. Gibt's hier sonst nichts? Keine Munition, kein Zettel, den wir finden können, keine Hundemarke, nichts. Nein. Alles, was wir hier bekommen, sind nasse Hosen. Through here. Cover the Ha. entrance. I got it. Doch nicht so schwach, ich dachte die Frau. Das ist interessant. Aber stöhnt ganz schön rum. Klettern. Damn it. Plank fell down.
Be a dear, would you? I'll get it. Wir sind doch immer nett. Aber vorher würde ich ganz gerne nochmal hier gucken, ob wir hier noch was finden. Wir brauchen nämlich dringend Munition, wir haben keinen Schuss mehr. Dann war alle mehr oder weniger verschwendet. Ich hätte die Infizierten infiziert lassen sollen. Die Planke ist runtergefallen, das heißt, wir müssen runter. Wo wir gerade eben schon waren. Das heißt, wir sind hochgegangen, um runterzugehen. Super. Hier, pass es mir. Ja, aber vorher. Ein Schwarz, das wirklich schwarz ist. Moment. Und es ist heller. Ich hoffe nicht zu hell. Achso, da ist die Frau. Okay. It's a bit heavy. I think I can handle it. Naja, ihre Stärke hat sie bewiesen. Dann werden wir wieder hochgehen. Aber nicht, dass sie wieder runterfällt. Ich warte mal eben. Nicht, dass sie wieder runterfallen lässt. Und dann können wir sie wieder hoch. Ja, dann können wir wieder runtergehen, um sie wieder hochzuholen. Schaffst du es? There we go. Na also. Ist ja doch nicht so doof. Gear ass up here. Let's move. Bossy today. Ich glaube, sie benimmt sich nicht nur heute wie ein Boss. Ich glaube, das macht sie immer. Zumindest würde ich sie so einschätzen. Da liegt doch was. Ah. Ein Schubriegel oder sowas. Dann können wir uns heilen. Könnten wir uns heilen? Falscher Knopf. Egal. Runter. Let's make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. Ich komme gleich. Ich will nur gucken, ob hier noch was in der Ecke ist. Nee. Okay. Tut mir leid, ich muss einfach in jeder Ecke nachgucken, ob irgendwo was ist. So ist einfach mein Spielstil. Wenn es nicht schnell genug ist, dann tut mir das einfach leid. Aber da kann ich nichts machen. Ich nehme einfach gerne die Zeit und gucke die Gegend an, genieße die Atmosphäre. Hier ist nichts. Da geht's durch. Das heißt, wir gehen hier lang. Ja, ja, ich komme gleich. Da, da, da. Müll. Hier können wir nicht durch. Nein, nein, das bringt nichts. Wir haben auch keinen Schuss. Wie sind wir nochmal gesprintet? Also. Oh, ich habe gerade... Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, hell. Dünner Mann. Hey, little man. Oh, kleiner Mann. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? Essensmarke. Glaube ich. Essensmarke. No, he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Okay, es ist sicher.
trotzdem. Ich will noch kurz gucken, was hier hinten ist. Hier ist nichts. Schade. Na, Terrence, alles klar. Das ist, ich gehe hier lang. Was haben wir denn hier hinten? If he ain't got ration cards, don't even waste my time. I'm not interested in bartering for bullets. Ich habe auch keine Kugeln. Hurry up, we're starving. Keep your shirt on. Next batch coming right up. Hey, don't even think about cutting in line. Fucking A. Waiting on this rat forever. Ich will gar keine Ratte. Dann nehme ich lieber Cornflakes. Haferbrei. 50 Tickets. These dogs are all accounted for. Sold out in less than an hour. Try me next week. Hunde. Zum Essen oder zum Wachen oder zum Jagen. Na, alles klar. You touch it, you buy it. Tess, it's been a while. You don't visit us anymore. Who the hell is that? None of your damn business. Fight Club. Where do you think you're going? Dadurch. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Pussy. Mit irgendwas muss man sich die Zeit vertreiben. Who's that? An old headache. Don't ask. Werde ich nicht. Na, alles klar. Bock auf ein Kartenspiel? Nein. Der macht Werkzeuge. Nehme ich an. Mal gucken, was haben wir denn hier? Einberufungsbrief. Fuck this. Bekanntmachung, ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston an Scheißdorf. Begrüßung. Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone einzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldenhaften Nichterscheinen am oben ernannten oben OA-Ort. Das müsste ein OG sein, oben genannten Ort. Zur oben genannten Zeit erfolgt Einschränkung der Ration sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Oder oben, ach, oben angegebenen Ort und oben angegebener Zeit. Ja, Verlust der Aufenthaltsbescheinigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Ja, den wichtigen Hinweis sollte man unbedingt beachten. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Joel sagt, er musste noch nie Dienst leisten. In 20 Jahren noch nicht. The guy's been hoarding all sorts of shit in the factory. Whoa, hold up, man. Yeah. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Description. Keine Ahnung, können wir nicht lesen. Da bin ich jetzt enttäuscht. Schwarze Frau mit Zopf. Ich will dir nichts tun, kleines Mädchen, kleines Auge.
Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Ist es reich? Das sah mir nicht nach wenig Essenrationen aus, aber ich habe auch keine Ahnung, wie viele Essenrationen das jetzt waren und wie viele Essenrationen wert sind. Da geht's doch rein, oder? Ist doch ein Zeichen der Fireflies. Look for the light. Ich geb euch gleich das Licht, ey. Mir nervt's. Ich kann die jetzt schon nicht ausstehen mit den ganzen Graffitis. Look for the light. Psst. Here we go. Explosionen verursachen auch Licht. Ich habe gar keine Munition. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Ach, take du cover. Kacke. You ready? Yeah. Nein. I'll cover you. Get the angle on them. You're gonna pay for that. Ich habe keine Munition, Mädel. Ja, danke schön. Ja, sehr witzig. Du folgst mir also, ja? Einer ist tot. Bleibt nur noch einer. Oh, da unten. Super. Oh, fuck! What you got, man? Oh, Munition. You too. Ich hab gar nichts gemacht. Ich stand nur im Weg. How the hell did he get all these guys? Sechs Schuss haben wir. Ich muss mich noch ans ans Sprinten gewöhnen. L1 zum Sprinten. Du bist also da hoch, ja? Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Das heißt auch, ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Lolololala. Hier gibt's wahrscheinlich alles. Hier gibt's wahrscheinlich überall nichts, ne? Also ganz ehrlich, wer stapelt denn so Fässer? Ich meine, so. Ja. Aber so? Und aufwärts mit dir. Kleines Mädchen. Hä, bist nicht klein. Und auch kein Mädchen mehr. Gib mir Hand. Wenn du ein Mädchen wärst, könntest du mich nicht hochziehen. Na los, komm. Ich glaube nicht, was passiert, wenn wir jetzt runtergehen und die uns nochmal hochziehen will. Oder ob sie dann sagt, ey, du bist so doof. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Sonst nichts hier? Da ist was Rotes, da muss auch was sein. Ja, eine Ofenschuhe, super. Da wollen wir mal da durchgehen. More Robert's guys.
How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Das mit den zwei Toten, das wussten wir ja schon. Beziehungsweise wir konnten es uns denken. Also ja, wir wussten es. So naiv sind wir auch nicht. Versuchen wir den mal von hinten zu erledigen. Brauchen wir keine Munition. Ja, da greifen. Und erwürgen. So, Tutorial ist freigeschaltet. Geiseln nehmen. Okay, Geiseln nehmen. Sind wir hier nicht jetzt fertig? Nein, da ist noch einer. Okay. Ah, da sind noch mehrere. I meant to tell you, I was down on Jordan Street. All these soldiers showed up in a group of about 5 civs, all in handcuffs. Let me guess. Fireflies? Yep. They lined them up against the wall, and bang, 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 they just executed all of them. Holy shit. Yeah, I hear it's like that all over the city. They're cracking down on them hard. Yeah. I got a cousin with them. Seriously? Yeah. The idiot thinks he's gonna save the world. Hope he's all right. Ja, auch Idioten, verdienen es zu leben. Du bist auch ein Idiot, also. Look, buddy. Don't do anything stupid. Yes. Das geht auch sauber. Na gut. Sie ist wahrscheinlich nicht stark genug, um die Leute zu erwürgen. Well done. Wir haben Lagerausschlüsse. Oh, ist das nicht ein wunderschöner Schlüssel? Geil, oder? Oh. Lagerausschlüsse. Wir sollen uns hier umsehen. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.